Hallo Leute, heute will ich mal ein etwas ernsteres Thema ansprechen, wo die Meinungen sich vielleicht sehr weit auseinandergehen können. Das ist mir schon bewusst laut das Thema hier, wo viele Leute vielleicht etwas empfindlich reagieren. Aber habe ja letztes Mal im Internet was gehört, was schon etwas länger her ist, worüber ich gerne mal reden will. Aber dazu komme ich, wie gesagt, etwas später. Will erstmal auf das eigentliche Thema eingehen. Das Thema ist heute, wie ihr es hier unten in den Titel lesen könnt, ich bin gegen Abtreibung. Das ist das heutige Thema, ich bin gegen Abtreibung. So, warum bin ich dagegen? Im Titel steht da auch in Klammer Behinderung. Und darum soll es heute im Prinzip gehen. Es gibt ja Menschen, die haben ja Down-Syndrom. Und viele viele Ärzte haben ja festgestellt, dass die Schwangerschaften mit Down-Syndrom über die letzten paar Jahre deutlich zurückgegangen sind. Und warum sind die zurückgegangen? Will ich hier kurz mal ansprechen. Weil die Menschen halt eben die abgetrieben haben von der Fehlung von Ärzten. Und da muss ich sagen, da bin ich absolut dagegen. Ich bin allgemein dagegen, dass man Kinder einfach abtreiben tue. Weil, wenn man schon ein Kind auf die Welt setzen tut, sollte man sich schon das Kind auf jeden Fall auf die Welt bringen. Weil da bin ich absolut total dagegen, um Kinder abzutreiben. Das kann man fast mit Mord vergleichen. Weil das Kind hätte vielleicht eines Tages ganz normal auf die Erde leben können. Aber natürlich nicht, wenn man es abtreiben tut. Weil das geht dann meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wenn man, egal ob das Kind eine Behinderung hat oder weil man zu jung ist und das Kind da einfach abtreiben tut. Das geht nach meiner Meinung nach überhaupt nicht. Weil da bin ich, wie gesagt, total dagegen. Man kann ja abtreiben. Wenn man zum Beispiel, was für ich, missbraucht wurde, ist zum Beispiel. Da kann man von mir aus gerne abtreiben, aber wenn man so versehentlich schwanger wird, sage ich mal, ja, wie ich schon versehentlich, jeder weiß, warum man schwanger wird, bin ich absolut dagegen. Dann soll man für die Verantwortung für das Kind später, sage ich mal, wenn man schwanger ist, gerade stehen und das Kind auch auf die Welt bringen. Weil, wie schon gesagt, Abtreibungen sind für mich, sag ich mal, die Leute haben ja dann selber nicht verdient, auf die Welt zu sein. Weil, dann hätte ja denen ja das Gleiche tun können. Und das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare ausschließlich gerne mal mit euch andere Leute vielleicht austauschen, die jetzt hier unten schon mal kommentiert haben. Könnt ihr liebe gerne mal mit uns darüber diskutieren. Ob man es machen sollte oder nicht, was für Gründe man haben sollte, um abzutreiben. Aber nur weil das Kind, sag ich mal, jetzt eine Behinderung hat, sollte man nicht abtreiben. Weil es ist ein ganz normaler Mensch, auch wenn er jetzt keine Behinderung hat. Also finde ich jetzt, wie es auf meinem Kanal stehen tut, auf jeden Fall sollte man nicht wegen so etwas abtreiben. Weil später, wenn das Kind zum Beispiel, sag ich mal, einen Unfall hat mit 10, also einen Rollstuhl sitzen tut, da kann mir ja auch nicht sagen, jo, ich treibe dich ab, weil ich Bock habe. Weil man kann das Kind auch dann nicht nur, weil er im Rollstuhl sitzen tut, weil ich sag mal, er ist gesund geboren, hat dann später einen Unfall, sitzt im Rollstuhl, da kann mir auch nicht das Kind sagen, nur weil du im Rollstuhl sitzt, mir siebe dich in der Heim ab oder so. Und das geht auf jeden Fall laut meiner Meinung überhaupt nicht, obwohl das Abtreibe und sonstiges könnt ihr, wie gesagt, mit mir gerne mal unten in die Kommentare mal drüber diskutieren. Möchte gerne mal eure Meinung über das Thema wissen, ob man das Kind abtreiben sollte, nur weil man feststellt, dass die erste 2 oder 3 Wochen dass er halt über Down-Syndrom sehr wahrscheinlich hat oder nicht. Könnt ihr mir sehr gerne mal die Kommentare darüber diskutieren. Hier müsst ihr das Video gerne mal beenden. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein.